Hallo, liebe Zuschauer, heute haben wir den 12. Dezember und ich bin nicht in Zemboi. Was ihr da hinten seht, das ist jetzt gerade mit der Webcam ein Foto von Samui. Es ist trocken, Temperatur weiß ich im Moment nicht. Mein Oliver, der da ja in meinem Haus wohnt, der schläft anscheinend noch. Dem habe ich heute Morgen darum gebeten, mir die Daten zukommen zu lassen. Das müssen wir also noch ändern, dass ich die also auch morgens bekomme. Anscheinend habe ich den Regen mitgenommen, aber auf halber Strecke zurückgelassen, denn hier scheint die Sonne. Ihr seht hier einen Flug von heute Morgen in den Sonnenaufgang von Rayong. Ihr seht unten die kleine Insel. Da war ich ja im Februar gewesen. Das kann ich mal hier oben verlinken. Eine sehr schöne Insel ist das. Für eine Nacht waren wir da, Pitti und ich. Ja, mit dem Wetterbericht hier in Rayong, da tue ich mich im Moment ein bisschen schwer. Ich weiß noch nicht, was ich da für euch filmen kann am frühen Morgen. Kann ja nicht jeden Morgen mit meiner Drohne hier rumfliegen. Das wird sich jetzt im Laufe der Zeit zeigen. Die Nachrichten sind ja auch eine Plattform für mich, um zu berichten, was in meinem Umfeld geschieht und was mit meinen Filmen ist. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wieso ist denn jetzt die Oma so alleine? Da war ja jetzt dieser Tage wieder ein Film drin gewesen. Also die es noch nicht wissen sollten, die hat also keine Familie mehr, die ist ausgestorben, die waren alle Single und sie ist die Letzte, die übrig geblieben ist. Was ich jetzt gehört habe, die Pitti ist jetzt wieder auf Samui. Und die wird jetzt kommende Woche die Oma auch mal wieder besuchen. Da wird sie sich bestimmt freuen. Ich warte noch auf die Information von Muck, was der Bürgermeister gesagt hat, wie viel das Ganze kostet, um das vordere Dach zu reparieren. Und wenn ich das Geld auf dem Konto habe, dann würde ich das Go geben. Dann wird das jetzt in dieser Zeit gemacht, wo ich nicht auf Samui bin. Ja, wo ich jetzt hier wohne, das ist eine ziemlich ruhige Ecke. Hier sind nur sechs Bungalows ringsrum und viel Landschaft. Ich kann wunderbar mit Jem auf dieses große Wiesenfeld gehen, wo auch ein Teich ist. Ich genieße die Ruhe. Ja, manchmal ist der Lärm, den ich da mit der Hauptstraße von meinem Haus habe, ein bisschen zu viel. Das kann man zwar weg drücken und nicht mehr registrieren wollen, aber irgendwo wird das aber vom Körper und irgendwie aufgenommen und hier komme ich ja ein bisschen zur Ruhe. Es macht mir weiterhin viel Spaß, Videos zu machen und das soll es jetzt auch mal gewesen sein. Ich muss erstmal Informationen sammeln für euch. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.